Ein häufiges Problem bei Batteriepolen sind, dass die ziemlich verkorkst sind. Und auch wenn man sie festgeschraubt hat und Fett dazwischen hat, sind sie trotzdem nicht so kontaktfreudig, wie sie sein sollten. Man sieht hier noch, dass die halt alle so... Da gibt es eine einfache Lösung. Das Ding hier. Drauf und drehen. So, dann sieht man, dass der Kontakt tippitoppi aussieht. So, dann sieht man, dass ein kleiner Abrieb dran ist. Dann ist es aber auch so, dass man nicht nur da, sondern auch hier Kontakt machen muss. Dann geht man mit dem Ding einfach da rein. Kann man auch so hier machen. Hauptsache, dass das alles sauber ist. Und dann kommt da ein bisschen entweder Motorenöl, wenn man nichts anderes zur Hand hat. Schön verteilt überall auf die ganze Fläche. Oder es kommt einfach Fett. So, einmal Papa und einmal Mama sauber gemacht. Und dann, wie gesagt, dann nehme ich immer so ein Tübchen mit alten Fett. Und dann einmal da einfetten. Einmal da einfetten. Und fertig. Das ist von den Antriebswellenmanschetten, die gewechselt wurden, einfach alles ausgekratzt. In so ein Ding da rein, in so einen Behälter, und kann man immer so Sachen einfetten. Schrauben, Gewinde und Kontakte.